KOFA konkret. Personalwissen zum Durchstarten. Montag früh, Zeit für ein paar neue Tipps zum Wochenstart. KOFA konkret, das sind Ihre Impulse für die neue Woche, zusammengestellt vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Sind Sie bereit? Okay, dann geht's auch direkt los. Diesmal dreht es sich hier in KOFA konkret um Schülerpraktika. Grundsätzlich ist sowas ja eine tolle Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler, mal einen Blick in Betriebe zu werfen, mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Arbeit auch anfühlt und auszuloten, welche Jobs zu einem passen. Trotzdem ist ja die Frage, macht sowas in Zeiten von Corona überhaupt Sinn? Wir sagen ja, denn es gibt mittlerweile gute Möglichkeiten, auch ein Praktikum digital umzusetzen. Wie das funktionieren kann, hören Sie jetzt. Zuallererst sollten Sie natürlich mal klären, wie so ein Praktikum bei Ihnen technisch und organisatorisch umgesetzt werden kann. Es geht also darum, braucht der Prakti einen PC oder Laptop, kann er seine Aufgaben zur Not auch über Smartphone erledigen und auf welche Programme muss sie oder er zugreifen können. Auch Videochats mit Ihren Azubis können Spaß machen. Da gibt es Infos auf Augenhöhe und aus erster Hand. Da Ihre Praktikantin oder Ihr Praktikant nicht direkt im Unternehmen sein können, macht es natürlich Sinn, das Unternehmen in einem kurzen Video vorzustellen. Auch das ist eine tolle Aufgabe für die Azubis. Die sollen einfach mal die wichtigsten Bereiche ihres Betriebes vorstellen und auf Besonderheiten hinweisen. Da geht es gar nicht so sehr um Perfektionismus, sondern eher darum, sich ganz authentisch und offen zu präsentieren. Die Aufgaben für Ihren Prakti sollten Sie im Vorfeld konkret planen. Das müssen natürlich auch Dinge sein, die man von zu Hause aus erledigen kann. Am besten suchen Sie Aufgaben, die zum jeweiligen Berufsbild passen. Und, nicht vergessen, besprechen Sie die Ergebnisse anschließend gemeinsam. Wertschätzung ist auch im Praktikum wieder ein ganz wichtiges Thema. Vergessen Sie dabei nicht, die Praktikantin oder der Praktikant könnten, im besten Fall, auch nach dem Praktikum noch daran interessiert sein, für Ihr Unternehmen zu arbeiten. Bieten Sie also zum Beispiel ein Bewerbungstraining an oder sprechen Sie über Ihre Erwartungen an ein eventuelles Vorstellungsgespräch. Was Sie übrigens auch nie vergessen sollten, Social Media. Gerade da sind potenzielle neue Praktikantinnen oder Praktikanten unterwegs und natürlich auch zukünftige mögliche Auszubildende. Wenn Sie da für sich punkten können, dann haben Sie schon mal viel gewonnen. Ich drücke die Daumen. Nächste Woche hören wir uns wieder. Hören und direkt umsetzen. KOFA konkret. Jeden Montag neu.